Ein schweres Zugunglück hat sich in der vergangenen Nacht im Süden Brandenburgs ereignet. Bei Hosenaer, einem Ortsteil von Senftenberg im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, waren zwei Güterzüge zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, einer von ihnen ganz schwer. Im Moment suchen Rettungskräfte noch immer nach einem vermissten Bahnarbeiter. Am späten Abend war ein mit Schotter beladener Güterzug trotz eines Haltesignals weitergefahren und mit einem anderen leeren Güterzug kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurden drei Waggons gegen ein Stellwerk geschleudert, das Gebäude stürzte ein. Mit Hunden suchen Hilfskräfte seit der Nacht in den Trümmern nach dem vermissten Arbeiter. Die beiden Lokomotivführer wurden ins Krankenhaus gebracht. Momentan wissen wir, dass einer der Lokführer schwer verletzt ist, sich im Unfallklinikum in Dresden befindet. Der zweite Lokführer mit, soweit wir es momentan wissen, einem schweren Schock im Kreiskrankenhaus in Senftenberg sich befindet. Die Strecke zwischen dem brandenburgischen Ruhland und Hoyerswerda in Sachsen wurde für den Regionalverkehr gesperrt. Reisende müssen in Busse umsteigen und mit längeren Fahrzeiten rechnen. Die Aufräumarbeiten können laut Angaben der Bahn noch bis zum Wochenende dauern.